Hasta la bon, hallo muchachos und peace, Nüsse kraulen, super nice, dass wir am Start seid beim weiteren Video von den Losers. Ich bin der Deko und wie ihr schon seht, wir starten heute mit einem weiteren Let's Play und zwar ein Horrorgame Let's Play. Layers of Fear 2 ist endlich draußen. Ich habe euch ja schon mal den ersten Teil letztes Jahr, glaube ich, Let's Played. Eines meiner Favorite Horror Games überhaupt. Die Playlist packe ich euch auch da oben in die Infobox rein, zum ersten Teil. Wir werden das so machen, ich bringe Layers of Fear 2 ab jetzt alle zwei Tage, solange bis durch ist. Falls ihr nicht so lange warten wollt, guckt gerne in die Infobox, da ist Layers of Fear 1 verlinkt und auch mein zweitliebstes Horror-Game, und zwar Visage. Playlist verlinkt, schaut einfach mal rein und wir starten jetzt mal instantly. Ich setze mir die Kopfhörer auf. Das Spiel empfiehlt nämlich tatsächlich, Kopfhörer zu tragen. Wenn ihr euch das auch ein bisschen gruseliger machen wollt, setzt auch gerne Kopfhörer auf. Das sollte auf jeden Fall nochmal ordentlich zur Gruselatmosphäre beitragen. Die Musik habe ich schon ein bisschen leiser gestellt. Ich fand die ein bisschen laut. Falls ihr irgendwas auszusetzen habt an den Audioeinstellungen, haut es gerne in die Kommentare für mich, Muchachos. Dann werde ich mich dem gerne annehmen für euch. Und jetzt bin ich gespannt. Wir stürzen ins in Layers of Fear 2. Ich habe mich nicht darüber erkundigt. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass der erste Teil krass war. Und das sieht auch schon mal krass aus. Ich muss erstmal wieder sagen, Alter, die Grafik ist ja mal mega sexy. Wenn das jetzt kein Horrorgame wäre, würde ich mich jetzt rumlaufen und würde mir alles angucken. Okay. Es schwankt ein bisschen. Können wir schon Türen aufmachen? Können wir nicht. Okay. Okay, wieso schwankt das hier alles? Gruselige Bilder gab es in Layers of Fear 1 auch schon. Alter. Alter. Okay, ich habe ungefähr 10 Sekunden gebraucht. Jetzt bin ich in der Atmosphäre drin. Alter. Das war auch immer bei Layers of Fear 1 so ein riesen Pluspunkt bei dem Game. Die Atmosphäre ist einfach... einfach richtig dick. Alter. Okay. Links drücken und Maus bewegen, um Tür zu öffnen. Ja. Das habe ich schon mal gemacht bei Layers of Fear. Und wirklich eines meiner Favorite Horror Games bis jetzt. Outlast habe ich auch gezockt. Outlast war so, ging so. Layers of Fear und Visage waren richtig geil. Richtig Kopfzerfickung. Ich hasse Kinder. Ich hasse gruselige Kinder. You are. Easy. Easy. Die Dame sieht aus wie die Dame, ich will nicht zu viel verraten, aber ich bin der Meinung, man sieht sie im ersten Teil. Also Layers of Fear 1 habe ich die, glaube ich, schon mal gesehen. Okay, wir sind auf dem Boot. Deswegen hat das anscheinend alles geschwankt. Du wirst deine Rolle spielen. Du wirst wach bleiben. Okay. Schlaf ist eine schlechte Ausrede. Ich finde Schlafen ganz gut eigentlich. Was? Das Zimmer kommt mir bekannt vor. Die Zeit vergeht für alle gleich. Den Charakter formen. Verknüpfe die Erinnerungen, Träume und Ängste. Bereite dich auf die große Rolle vor. Ich kann es nicht umdrehen, weil... Ah. Akt. Nackt. Versackt. Kann man hier hochgehen oder ist dazu? Man kann hochgehen. Okay, also der Raum hier kommt mir äußerst bekannt vor aus dem ersten Teil. Wer ganz im Ernst, ihr seid in einem Hotelzimmer, auf einem Schiff womöglich noch, und in eurem Zimmer steht, wie heißt das Ding nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen, so ein Pendel. Mono, irgendwas mit Mono, glaube ich. Was war das? Wir haben es gefunden. Testing, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Muss es mit der Maus kurbeln, Muchachos. Wundert euch nicht, was ich für komische Bewegungen mache. Test 1, 2, 3. Okay, ja, das, GG. Das nimmt er auf, oder was? Kann ich die Kiste hier noch aufmachen? Nein. Das Pendel hier wieder aus. Das ist ein bisschen nervig. Dia-Projektor. Okay, aber das sind keine Dias da, oder? Oder? Nee. Okay, umgeguckt. Gehen wir mal kurz in den kleinen Raum hier. Da ist zu. Ah, Badezimmer. Sieht gut aus, würde ich sagen. Wasser funktioniert. Oh, ich glaube, das Klo ist kaputt. Ah, doch nicht. Okay, ja gut. Geht auch alles.
Gehen wir nach oben, oder? Gehen wir nach oben. Bis jetzt ist hier noch nichts Gruseliges. Ich bin noch sehr froh, aber meistens wiegen sie einen in Sicherheit. Gerade so lange, bis man sich dann richtig einkackt. Man kann sogar nach draußen gucken. Finde ich auch cool. Aber wie sie sehen, sehen sie da nichts. Wir können sprinten. Da ist noch ein Raum. Ist hier noch? Ne, hat anscheinend keinen Sinn, der Teil hier drüben. Okay, okay, okay. Ich werde übrigens, Muchachos, das Ganze erstmal uncut lassen. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr das Ganze mehr so auf die Action-Stellen, auf die Gruselstellen gecuttet haben wollt. Oder sagt ihr, lieber uncut und ganze Story mitbekommen. Kommentare. Alter. Okay, irgendwas mit Filmen. Ziemlich viele Filme. One in his time plays the parts of many men. Zu Lebzeiten, die Rollen vieler werden gespielt. Deutsch erlernst. While the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds. Ich glaube, das ist Yoda. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character a layer. Layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray. Or lose himself. Completely. Submerged. Okay. Tightly surrounded by lives he's never lived. Boom. Bitte schnell vorbei. And yet, he stands on a stage where every man must play a part. And his... Es geht einfach immer weiter. Okay, eine traurige Story. Das Ding ist, ich weiß immer nicht, inwiefern soll ich sowas überspringen? Soll ich es drin lassen? Ich glaube, Layers of Fear 1 hatte keine große Story, aber ich glaube, der zweite Teil soll schon Story haben. Deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, solche Sachen drin zu lassen und nicht zu überspringen. Haben wir hier noch irgendwas? Build the Chamber... Preparation, explore, who am I, where am I? Ah, den Charakter formen, Vorbereitung. Frage dich, wer bin ich, wo bin ich? Hier irgendwelche Schauspieltipps oder was? Ist jetzt hier irgendwas, was ich machen kann? Dahinter vielleicht? Ja. Ja. Da taucht ein komischer Ring auf, aber das ist wahrscheinlich von drüben noch, oder? Aus dem anderen Raum, glitscht das rüber? Ich glaube schon. Okay, ansonsten... Kann ich hier in dem Raum nichts mehr erkennen? Das ist jetzt wieder das, ne? Bin ich... Ich war doch oben in dem... An dem Rondell von meinem eigenen Zimmer. Und jetzt bin ich aber mitten irgendwo im Gang. Das war bei Layers of Fear auch schon immer so, Alter. Du gehst irgendwo in den Raum, kommst zurück und alles sieht anders aus. Sehr geehrter Gast, auf Wunsch des Regisseurs wurde dieser Bereich des Schiffs für alle Passagiere und Crewmitglieder gesperrt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Icarus Transatlantic. Ja, okay. Das heißt, da dürfen wir nicht durch. Ist alles so still jetzt. Zu. Das war ich nicht. Das zweite war ich nicht. Oh. GG, da ist auch abgeschlossen, wo ich gerade rauskomme. Jetzt fängt's an. Ah! Woo! Ha! 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 Guten Morgen! Ha! 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 Guten Morgen! Ha! Oh, so ein kleiner, schöner Schreckmoment. Ha! Herrlich. Aber Klavier doch bestimmt auch irgendwas, oder? Können wir nach draußen gucken? Können wir nicht. Kann ich Klavier irgendwas machen? Kann ich nicht. Dann gibt es hier nur eine Tür, wo ich weiter kann.
Die Tür geht sofort wieder zu. Finde ich gar nicht gut. Das ist im ersten Teil auch schon ständig passiert, dass die Türen einfach wieder zugehen. Oh. Listen, once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Okay. Ja, kam noch irgendwas? Nee. Okay, Raum abgesucht, nächster Raum. Das ist immer sehr wichtig, Muchachos. Guckt euch um. Alles anfassen, aufheben, wie auch immer. Oh. Oh. Außenbereich. Das überrascht mich ein bisschen. Aber sieht nice aus. Mal wieder. Damit kann ich nichts machen. Ah. Ah. Jetzt. Okay. 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 Warum immer die Türen zugehen? Ich hab wieder. Das sind wieder die Weltraum-Alien-Nazis, Alter, von hinterm Mond. Ich schwöre euch, sie sind zurück. Yeah, yeah. I know you've told me a million times how much you hate the sea. SS Ulysses. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Hinten steht nichts drauf. Oh, Fahrstuhl. Ich weiß nicht, ob Fahrstuhl so eine schlaue Idee ist. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Nein. Darunter will ich auch eigentlich gar nicht. Okay, dann halt doch den Fahrstuhl. Wo kommen wir hin? Hallo. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Ja! Warum? Okay, okay. Ich hab's überlebt. Auch wenn das hier nicht so aussieht, als sollte ich hier sein. Fick dich. Was ist das? Ist das eine Kette? Eine Pfeife? All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Okay, scheint ein sehr freundlicher Mann gewesen zu sein. Sag mir nicht. Okay, ich kann hier nicht runter, das ist gut. Ich kann hier nicht raus, das ist, weiß nicht, ob das gut ist. Aber zum Glück haben wir hier noch eine Tür. Hallo? Hallo? Hallo, Mr. Alien-Nazi? Ah! Da waren sie wieder. Man kann ja sagen, was man will, Muchachos, aber... Nee. Nee. Was ist das für ein komischer... Ist das ein Fisch? Also wahrscheinlich ist das ein Fisch, aber was ist das, soll das für ein Fisch sein? Man kann ja sagen, was man will, aber auf die Alien-Nazi-Zombies vor hinterm Mond ist Verlass. Es ist einfach... Nee. Mach keinen Scheiß jetzt hier mit dem Licht. Ich brauche das Licht. Das Licht ist wichtig. Zeitung? Seite oben abgerissen. Ach was. Traf der Regisseur die beispiellose Entscheidung, seinen nächsten Film an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zu drehen, das den Atlantik überquert. Die Details zum Drehbuch werden zwar geheim gehalten, doch unsere verlässlichen Quellen behaupten, dass unlesbarer Name der Star des Projekts sein wird. Möglicherweise eine logische Wahl, wenn man die fabelhafte Karriere und die Vielzahl der hochgelobten Rollen des Filmstars berücksichtigt. Es scheint, als hätten die kürzlich aufgetauchten Gerüchte über die privaten Probleme des Stars den Regisseur nicht abgeschreckt. Okay, gut für den Schauspieler. Gut für den Schauspieler, ja. Ja, irgendwelche... Oh, ich kann mich sogar ducken. Okay, ducken geht auch. Schon mal eine gute, nützliche Info. Immer noch zu. Kann ich hier noch irgendwas anfassen? Ja, aber wir gucken erstmal hier weiter.
Oh. Kann ich bitte den Hammer mitnehmen? Ein ganz schön großes Ding, ey. That's what she said. Hallo? Nazi-Alien? Zombies? Ich sag euch, auf die Jungs ist Verlass. Wenn ihr mal irgendwann ein Haus bauen wollt oder sowas, ne? Erst die Jungs fragen. Es ist immer so still hier gerade. Das kenne ich, glaube ich, aus dem ersten Teil nicht. Im ersten Teil war immer irgendeine komische, gruselige Musik im Hintergrund. Anleitender Sicherheitsbeauftragter. Die neuen Abläufe treten ab kommender Woche in Kraft. Die Firma macht sie persönlich für deren Einhaltung verantwortlich. GG, Jackpot, Dude. Bereiten Sie alle Wachen auf ausführliche Anweisungen vor. Wie Sie bestens wissen, gab es in der Vergangenheit bereits Fälle von unerwünschten Personen, die an Bord gelangt sind. Wir müssen sicherstellen, dass dies nicht mehr vorkommt. Kurz gesagt, Bindepassagiere werden nicht toleriert. Okay. Hallo? Schuhe? Schlüssel! Schlüssel ist gut. Ja. Ja? Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel gefunden. Der geht sogar. Nee. Mach das aus. Mach das aus. Stromverschwendung. Außerdem habe ich Angst. Scheiße. Schlüssel schon benutzt. Man kann sie übrigens auch mit C ducken. Nicht nur mit Steuerung. Oh. Leider kann man mit Q und E sich nicht so zur Seite lehnen. Das hätte ich jetzt auch gebrauchen können. So für mein psychologisches Wohlergehen. Ein Gehstock. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him. Being broken, ist da Blut dran? All that nonsense. Habe ich gerade irgendwas Rotes gesehen? Nee. Oder? Das habe ich gerade nicht hingeguckt. Das war... Was ist hier passiert? Ist hier noch was weggelaufen? Hallo? Ach nein, es geht runter. Ich will nicht runter. Aber was anderes geht nicht. Muchachos, wir müssen runter. Warum? Oh. Ja, geh mal einfach runter, kein Ding. Hallo? Gruseliges, ich weiß nicht was, bis jetzt ist, aber ich bin dir noch nicht begegnet. Ich bin ein freundlicher Typ. Könntest du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Hallo? GG. Oh. Nein! Notfall! SOS! SOS! Ich glaube, SOS ist kurz, lang, kurz. Glaube ich. Oh nein. Das sieht doch schon wieder anders aus. Ich war doch hier gar nicht. Und jetzt kommt die Musik. Doch nicht. Diese leichte Klaviermusik, die wir, glaube ich, ständig bei Layers of Fear 1 sehen. Das wäre jetzt so, Muchachos, würde ich dieses Spiel jetzt privat spielen, ne? Hätte ich, glaube ich, jetzt ausgemacht. Ich spiele sowas wirklich, Horror Games immer nur für Let's Plays. Ha, ich habe irgendwas gefunden. Gute Schau, ich mache jetzt hier einfach mal. Könnt ihr Stopp machen, wenn ihr es lesen wollt? Wenn ihr mir am Ende schreibt, ich muss die ganzen Dinger lesen, dann mache ich das. Ansonsten. Wenn ich solche Zeitungsschnipsel finde, ich mache die einmal groß für euch auf Deutsch und dann könnt ihr noch auf Pause machen. Und mach weiter. Das wird, glaube ich, etwas zu lange dauern alles. Wasser. Ein Bild. Ein Bild, das ich nicht umdrehen kann. Noch irgendwas, aber das kann ich umdrehen. Oh, das habe ich sogar mitgenommen. Und ein Steam-Achievement freigeschaltet. Sehr gut. Easy.
Easy. War hier noch irgendwas? Nein, nein, nein. Tür. War hier nicht gerade noch ein Durchgang? Hallo? Das ist einfach zu, Alter. Okay, wir nehmen die Tür. Nein. Nee. Nee, 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 nee. Oh. Hey, ausgetrickst. Oder haben die mich ausgetrickst? Es sieht nicht sonderlich viel freundlich aus hier. Kann ich hier irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Hier haben wir eine Tür. Hier war auch noch eine Tür, die ist aber abgeschlossen. Hallo? Das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Ah! Erschreck mich doch nicht so! Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets him on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Okay, also der Regisseur scheint ja ein sympathischer Dude zu sein. Ist das nicht der gleiche Raum, aus dem ich gerade kam? Oder kam ich von da? Das ist wieder dieses Kopfgeficke in Layers of Fear, Alter. Ich sag's euch. So what if the guy's a little nuts? He's a director. He comes with a job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Was soll er schon machen, Digga? Was will er tun? Jetzt nochmal dasselbe. Jetzt kommt wieder dasselbe Zimmer, ne? Das ist genau. I think it's all an act. Das ist jetzt genau dieser Kopfkram, den ich schon vom ersten Teil kenne. Hallo? Irgendwas passiert hier gleich. An alle Offiziere, die meisten von Ihnen haben schon von Hollywood-Filmen gehört, der an Bord des Schiffs gedreht wird. Wir senden Ihnen genaue Anweisungen darüber, welche Decks für gewöhnliche Passagiere gesperrt werden müssen. Und das Wichtigste, die Filmcrew und Schauspieler dürfen nicht gestört werden. Freifahrtschein. Easy. Nee. Warum? The world's a stage, but the play is badly cast. Ah, ja, ja, lass mich einfach raus. Lass mich einfach hier raus. Dankeschön. Ja, ja, wir gehen einfach. Einfach nur gehen. Mutschatsch ist einfach. Nee! There's always a way. Ich geh außen rum. Nochmal kurz drehen. Hallo, alles gut. Warum tust du das? Es ist dunkel, mach wieder das Licht an. Mach zu drehen. Ich wollte es nicht kaputt machen, versprochen. Oh, Gänsehaut. Oh, geh weg. Lass mich einfach raus, lass mich einfach. Oh, mir kribbelt's im Nacken, Muchachos. So viele haben es versucht, Teil meines größten Werkes zu sein, als ob es je eine andere Welt gab. Nur eine Person kann diesen Charakter zum Leben erwecken. Nur eine Person ist gebrochen genug, um ihn zu erschaffen.
I believe in you. Hallo, bitte was? Lady? Können Sie zurückkommen, bitte? Ich finde das schön, dass Sie an mich glauben, aber... Darf ich... Oh nein, jetzt auch noch Kinderkritzeleien. Oh. Ja! Hört auf, über die Tür die mir zuzumachen! Ja. Wake up, Mr. Hardy! We've got to get out of this godforsaken prison, before we rot! Hallo? Was, Willst du mich umbringen oder was? Bleib mal locker. Ah, okay. Wir müssen irgendwo den Zahlencode finden. Vielleicht ja hier. Piraten. Kann man es umdrehen? Man kann es nicht umdrehen. Wir sehen nur Piraten. Was machen Piraten? RR. Ist da irgendwo was draufgeschrieben vielleicht? Hä? Da mittig, aber es ist keine Zahl, oder? Okay, also müssen wir irgendwo hier die Zahlen finden. Ich liebe sowas immer. Soll ich sowas cutten, Muchachos? Soll ich an solchen Stellen cutten, bis ich die Lösung gefunden habe, oder? Soll ich meine ganzen Fail-Suchungsdinger drin lassen? Ich habe gerade schon richtig irgendwelche weirden Vermutungen. Das ist irgendwie 12. Nee, das ist 3 Uhr. Das ist 6 Uhr. Ist das vielleicht 663 oder so? Digga, wenn das stimmt, ne, dann bin ich so ein Genie. Nein, schade. Wäre auch zu schön gewesen, wäre 663 richtig gewesen, ne. Oh! Oh! Please! Ich habe nur so nach oben geguckt und die Zahlen nicht gesehen. 756. Oh, come on, ey. 756. Please. Please! Habe ich ein bisschen unnötig lange dran gehangen. Aber okay. Ich finde, mein Ansatz mit den Uhrzeiten richtungmäßig war nicht schlecht. War zumindest ein bisschen zu brainmäßig gedacht. Da sitzt aber nicht echt einer, oder? Das ist nur eine Puppe. Are we really going? Really, I'm... That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, Quartermaster, or I'll have you walk the plank. Oh. Okay, also es waren auf jeden Fall Kinder hier, aber mitnehmen kann man das nicht, anscheinend. Ich weiß nicht. Okay. Wir stellen uns mal an die markierte Stelle. Hallo? Soll ich hier bleiben oder soll ich weitergehen? Wir gehen einfach weiter, oder? Ciao, ciao. Oh. Ah. Aha. Hier, wo ist das Ding da? Ah! Oh, come on, das war doch fast richtig. Ah! Stückchen. Ah! Digga, warum ist der Kopf geplatzt? Sorry, Digga. Das wollte ich nicht. Ehrlich nicht, ich schwöre. Aber hier sitzt doch irgendwas? Nein. Die soll sich mal schön weiterdrehen. See ya. Wir sehen uns dann irgendwann. Hallo? Kann ich durch Vorhänge durchgehen? Nein, kann ich nicht. Hier sieht gruselig aus. Geht weg von mir. Okay. Alles wieder gut. Alles wieder gut.
Das Schiff schaukelt. Ich höre... Das sieht nicht gesund aus. Warum? Also, warum? Warum sieht das so aus da? Wer hat das getan? Hey, ich kann nicht mehr zurückgehen, GG. Ah! Ah! Wow! Wow, 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 wow. Wo kommt er jetzt her? Was ist sein Begehr? Ist alles gut. Ich wollte einfach nur kurz. Ich gehe wieder. Ja. Ich gehe wieder. Oder hier vielleicht? Nee. I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. A trail? Aye. Spur. Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Okay. Die Spur ist also gut. Sicher. Oh. Sicherer Hafen, sagte sie gerade. Hallo. Ich finde, ich habe auch das Recht auf einen sicheren Hafen. Bitte gib mir einen sicheren Hafen. Ja, was ist da passiert, Alter? Was ist da passiert? Hä? Hä? Oh, oh. Das kann nichts Gutes sein hier. Zwei Records. Okay, ich habe irgendwas gefunden. Einen Film gefunden, Muchachos. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, tatsächlich, das ist ganz gut. Die Tür ist noch nicht zugegangen. Hallo? Ein nettes Angebot von Ihnen, aber nein, danke. Ich finde das nicht gut, was ihr hier macht. There she is, Mr. Hardy. The fastest vessel ever built, ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard, quietly. Okay. Alles gut. Alles gut, Mädels. Aha, da ist der Kollege. Was kommt jetzt? Okay, ein Piratenschiff oder so. Da kommen wir nicht rein. Das war keine gute Idee. Ich entschuldige mich. Wir sehen uns dann. Warte. Hallo, ich will das bitte gerne. Ist egal, ist einfach egal. Kann ich. Nein? Zufällig? Ah. Zufällig. Treppe ist kaputt, ich komme nicht mehr raus. Ich bin eingesperrt, das finde ich nicht gut. Ein Piraten, gut. Gold! Oh oh. Lily, ich, Quartermaster, steal yourself. Be your heart soaked in doubt. Or be there a fire burning within. Okay. Das war... Oh. Uff, Alter. Digga, richtig Augenzerfickung. Was ist, ich will einfach nur gehen. Hallo, ciao, tschüss. Warte mal. Hier noch irgendwas? Oh nein, ich muss hier noch was machen. Hört sich gar nicht gruselig an. Alter, richtig gruseliges Läuten. Kann ich da jetzt wieder runter, oder? Nee.
Okay. Oh. Ja, kann ich auch nicht hin. Nee. Muss ich wieder weg jetzt hier? Ist das, Nein. Oh, hier lang. Ja. Ich gehe einfach wieder. Ciao. Es ist alles schwarz-weiß. Das fand ich gut. Ich will wieder zurück. Hallo? Hallo? Hinaus. Ah. Aufgegebene Bestellung. Puh. Eine robuste Holztruhe, komplett aus alter Eiche, mit Randleiste aus schwerem Eisen, zusätzlichen Lederriemen und Tragegriffen an den Seiten. Groß genug, dass ein erwachsener Mann hineinpasst. Wir hoffen, dass unsere Arbeit sie vollkommen zufriedenstellt. Eine Holztruhe. So groß, dass ein Mann hineinpasst. Nein. Aus. Aber das hatten wir doch vorhin auch schon, oder? Soweit ungefähr. Sie bereit zurückzugehen. Du hast dich verschrieben, Kollege. Muss ich jetzt zurückgehen, oder was? Ja, das, eine Holztruhe. Hallo? Ist hier irgendwo eine Holztruhe? Ja, nein. Hallo? Nix. Horrorfilmmäßig am Start. Digga. Einfach alles verschwunden. Wo sind die Puppen hin, Alter? Ich will sowas nicht. Schwere Tür. Warum muss ich rennen? Ah! Digga, was war? Hä? Ah, okay. Ah, jetzt. Ich habe verstanden, Muchachos. Ich darf nicht in den Lichtschein laufen. Vorbeigehen lassen. Durch. Tür. Tür. Okay, das war zu einfach. Oh, Lichtschal. Haha. Ihr seid nicht schlau genug für mich. Okay. Das sieht nicht aus wie ein Schiff, muss ich sagen. Das sieht auch nicht so aus, als würde ich hier gerne sein wollen. Ist einfach im Kreis gelaufen. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen oder nicht? Ah, nee, anscheinend nicht. Oh, ist aber eine große Tresorwand. Ja. Wow, Alter. Gib mir alle Schätze dieser Welt, ey. Okay, das ist jetzt wieder so ein Rätsel. Wo soll ich jetzt diesen scheiß Code für herkriegen? Willst du mich verarschen? Ja, was soll ich denn jetzt hier eingeben, Alter? Bist du bekloppt? Hier ist sonst nichts. Das ist alles dunkel. Was zum Kräutergärtner? Hallo, mach mal die Tür hier auf, richtig.
Steht hier irgendwas dran? Was soll ich tun? Was zum... Oh. 10. 10 rechts, 80 links, 40 rechts. 10, 80, 40. 10, 80, 40. 10, 80, 40. 10. 80. 40. Ha! Ha! Digga, warum ist da kein Schatz? In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. Okay, ja. Ne, wieso bin ich jetzt schon wieder irgendwo anders? Huh! Sieht aus, als wäre ich unter Wasser. Was zum Kräutergärtner ist jetzt hier schon wieder passiert? Wieso bin ich auf einmal auf irgendeiner Pirateninsel versteckt, ey? Okay, Muchachos, hier wurde gerade gespeichert. Wir belassen das erstmal dabei. Wir sind schon bei fast 50 Minuten. Mal gucken, wie viel ich rauscutte. Ich lasse es aber erstmal angecuttet. Wie gesagt, eure Meinung dazu bitte gerne in die Kommentare. Die Folge war jetzt noch nicht ganz so gruselig. So ein paar Jumpscares waren dabei, wo ich mich erschrocken habe. Aber ansonsten ging es noch einigermaßen. Aber ich kenne Layers of Fear 1. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird noch härter. Wenn es euch gefallen hat, Muchachos, gebt sehr gerne einen Daumen nach oben. Eure Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Reingehauen. Bye, bye.